Ja, die Arbeiten sind verteilt und wir müssen uns doch darum kümmern, diese auch auszuführen. Und das werden wir heute tun oder zumindest anfangen damit. Wir haben drei neue Quests hier im Questlog angesammelt und damit herzlich willkommen zurück bei The Dungeon of Nahalböck hier im zweiten Story DLC Back to the Fortor. War alles furchtbar kommentiert hier dem Daniel. Ja, wir haben tatsächlich in der letzten Folge erstmal uns darum gekümmert, ganz viele neue Aufgaben anzunehmen hier in den Dunkeleisenzwergen. Nee, Dunkelzwergen, nicht Dunkeleisen. Dunkeleisen war ein anderes Spiel. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch uns mal darum kümmern, das hier mal, ja, Wir sind an dem wegzuarbeiten. Ort, den uns Ragolax genannt hat, die Pavese-Ausgrabungsstätte. Warte mal. Der ist ja mittlerweile tot. Mit dem hatten wir doch bei der letzten Folge noch mal kurz gesprochen. Oh, mein Bart! Ich bin verletzt! Wer seid ihr? Ragolax hat uns zu deinem Schutz geschickt. Anscheinend kommen wir zu spät. Sie haben die Pavese von Kurinar mitgenommen. Es ist schrecklich. Wer ist sie? Verschwörer des Pfades der Tiefe, eine Gruppe Revolutionäre der übelsten Art. Sie haben mich sterbend zurückgelassen und sind wieder in ihr Versteck verschwunden. Anscheinend haben wir diese Quest vermasselt, bevor sie angefangen hat. Schade. Wartet, wir wurden verraten. Einer unserer Ausgräber hat ihnen beim Angriff geholfen. Er heißt Grumtar. Ich habe ihn bei den Verschwörern gesehen. Ich glaube, er hat ihnen vom Fund der Pavese erzählt. Dann müssen wir Grumtar suchen. Ja, und die Belohnung können wir immer noch bekommen. Er muss noch immer seine Elite-Ausgräberuniform tragen. Das ist eine heiß begehrte Position, bei der man gratis Bier und gute Plätze bei öffentlichen Folterungen bekommt. Wie schrecklich. Sicher, eine dankbare Arbeit. Sofern wir nicht zufällig über eine Folterung stolpern, wäre ein Besuch in der Taverne doch viel einfacher. Jawohl, Taverne! Akala, klug, klug. Die Begeisterung gefällt mir. Warum gehen wir denn dorthin? Um zu trinken? Schock, schock, Akala, ballert, klug, klug. Er sagt, er braucht keinen Grund, um zu trinken. Ja, hat sie da schon alle dahin gerafft? Also zurück in die Taverne dann. Ah, das sind die Eier, ne? Das ist die andere Nebenquest. Die Frage ist nur, wo müssen wir mit den Dingern dann hin? Wahrscheinlich hier sind kämpfen. Die Höhlenspinneneier. Und überall tote Spinnen. Sammeln wir alles vorsichtig ein und verschwinden, bevor... Da kommt irgendwas. Ih, Spinnen! Ich dachte, du magst jetzt Spinnen. Entscheide dich mal. Ja, jede Spinne bis auf... sie mag jede Spinne bis auf die, die vor ihren Füßen rumkrabbeln. So, schätze ich mal. Das sind aber wirklich viele. Das sind wirklich viele. Okay, ich glaube, ich stehe mit der Gruppe aber auch schon halbwegs, wie es sein soll. So, einmal durchbuffen. Ui, hätte ich mir gewünscht, dass ich da irgendwie besser stehe. Nehmen wir doch die drei hier. Stellen wir den schon mal auf, dass der vielleicht... Kann ich hier mit dem... Ich da ein bisschen höher laufe, dann müsste das gehen. Das Blendpulver da schon mal reinschmeißen. Und wenn ich fünf oder sechs deiner Beine abschneiden würde? Naja, wenn ich jetzt mit der Wachsamkeit nutzen würde, habe ich direkt das Problem. Oh, ich sehe da eine Möglichkeit. Eine sehr seltene Möglichkeit. Das bringt sie jetzt zwar in eine etwas ungute Position, aber ich liebe es, so viel Schaden auf einmal auslösen zu können. Für einen Autodidakten. Na klar, gleich mal wieder kritten hier. Immerhin, sie gehen nicht wieder alle auf die Magierin.
das hat gar nicht wehgetan. Zwei Spinnen anfeuern. Ja. Die brennen sogar ganz gut. Kriegen wir denn noch irgendwo reingeschmissen? Zwei Ziele sind, glaube ich, das Maximum. Aber wirklich eher da oben. Idealerweise so, dass die Elfin da hinten jetzt nicht allzu viel Aufmerksamkeit abbekommt. Und er stellt sich da mal den anderen beiden entgegen. Ausweichen, dann zurückschlagen. Also sie gehen auf jeden Fall mal nicht auf die Elfen. Das ist ja sehr gut. Dafür hat sie jetzt jede Menge Spaß hier an den Füßen. Haben wir da jetzt irgendwie mal zwei gestunt? Ne, ich glaube, wir haben da niemanden gestunt. Aber wir haben doch hier die Migräne-Attacke noch. Und er hat jetzt auch die Möglichkeit. Da brennt doch was. Oder wir machen einfach erstmal möglichst viele Eichschaden hier. Die brennen mit Sicherheit auch noch nächste Runde. Das Hühnerkacke. Also eine haben wir schon mal wegbekommen. Zweimal ausgewichen, ey. Mann! So, ich sehe da noch eine Möglichkeit, wie wir hier mal auch noch ein bisschen klar Schiff bekommen. Die suchen sich doch wirklich aktuell ein Lieblingsziel aus und diesmal ist es der Bade, nicht die Magierin. Die sollen doch eigentlich auch ganz gut brennen können. Feuervögel. Gift brennt doch ganz gut oft. Ach ja,
Ich dachte mir schon, das ist ein sehr einfacher Kampf. Also die Heilung brauche ich, glaube ich, mit ihm noch nicht rausballern, aber er braucht auf jeden Fall bald mal Heilung. Machen wir das doch einfach direkt mal. Nicht nachgeben. Nimm das. So, jetzt steht sie ein bisschen ungünstig, okay, aber es kommt auf jeden Fall mal nichts von unten. Ja, doch, da kommt auch noch was. Nicht ganz gereicht. Das hat gar nicht wehgetan. Jetzt auch die Qual der Wahl. Können natürlich auch noch mal buffen, einfach mal. Oder wir schießen dann noch eine Spinne weg. Geben wir uns das andere mal auf. Ich brauche euch gar nicht. Einmal Heilung. Mal jetzt 40, 48 Hitpoints. Wieso bekommt er 48? Der muss auch irgendeinen Gegenstand haben, womit er sich mehr heilt. So, da haben wir neue Freunde zum Spielen. Die stehen alle jetzt extrem verteilt. Da kann ich ja mit dem Baden gerade nicht wirklich viel anfangen, außer vielleicht mal. Na komm, machen wir den Ranger mal. Der hat ja noch zwei Schüsse. So Debuff-Schüsse und Vergiftungsschüsse. Wenn wir ihn mal so ein bisschen da in die Mitte, ins Zentrum. Ich hasse Spinnen. Doch, das wäre nicht ganz gut, da hinten die schon mal zu debuffen. Da steht unser Ogre ja schon in der Nähe. Ja, wenn er denn aus, wenn er nicht ausweichen würde. Die Spinne. Helfen wir der Elfin. Probieren wir mal, ob das besser klappt. Ja, ich stehe da nur bedingt gut. Moment, wir können. Ich habe da so eine kleine Idee. Also wir könnten erstmal die mit dem hier da wegbekommen. Ich sag doch, von einer Elfin kann man nicht viel mehr erwarten. Moment, sie hat es aber geschafft. Ach so, aber die neue Runde ist jetzt weg. Das ist natürlich ärgerlich. Es hat mal funktioniert. Mal gucken, ob die Spinne wegläuft. Ne, die bleibt stehen. Ich weiß schon, dass sie blutet. Im Schritt. Haha, fang mich doch.
Scheibe. So, das sieht doch gut aus, da stehen noch zwei daneben. Naja, gut. Das sind jetzt ungefähr die schwächsten Unterstützungsnahkämpfer, die man sich irgendwie vorstellen kann. Sie stehen wirklich alle so total blöd. Na klar. Ah, klar. Dann kann ich auch stehen bleiben. Wieder auf den... Nee, jetzt ist die Magierin wieder dran, ja? Na klar, sie kriegt jetzt wieder die Crits ab. Spinnen sind gerissene Kreaturen. Wie weit geht der Strahl? Dass ich den endlich mal einsetzen kann hier, den habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten, aber... Wow! Nicht schlecht, Herr Specht. Kümmern wir uns mal um den Rest hier. Die noch schnell wegbekommen. Oh, die hat aber gestreichelt mit dem Schwert. Sie kommt da jetzt gerade leider nicht ganz runter. Wie ist wieder nicht überspringt? Och. Das Rätsel des Stahls wird heute nicht gelöst werden. Nee, das ist wirklich eine traurige Nummer. Gut. Toll. Ja, das Mörderkaninchen, ich glaube, wäre es sinniger, wenn wir das unten irgendwo reinpfeffern. Und der hat jetzt wieder seine Gelegenheit, die Migräne auszupacken. Und vor allem, die Gestante macht da richtig viel Schaden jetzt da. Ja. Schön. Ach, das funktioniert auch? Ah, wunderbar. Zack. Mist.
So, bleibt nur noch die eine übrig. Die Gruppe ist auch noch sogar relativ gut aufgestellt. Naja, bis auf den Barbar, aber da können wir dann auch mal zwei, drei Heiltränke rein pfeffern noch. Relativ einfacher Kampf. Waren zwar viele Spinnen, aber relativ einfach. Die Stufe des Barbaren ist gestiegen. Höhlenspinneneier nehmen wir mit. Ring der Partie. Dank der Gelassenheit. Mal alles einpacken. Ich hatte Durst. Erinnert mich an den Tränkeunterricht und diesen schrecklichen Lehrer mit den fettigen Haaren. Damit hätten wir die Eier. Und dann schauen wir nochmal, was haben wir denn da bekommen? Ring der Partie. Verfassung, Regeneration pro Runde, Lebenspunkte pro Runde. Ich glaube, der Zwerg hatte noch irgendeinen blöden, schlechten Ring. Krieg ich da auch mal wieder was Vernünftiges dazu. So, und hochleveln. Zwerg, Beweglichkeit, Kraft. Da haben wir jetzt zwei Fähigkeiten, die verbessern können, potenziell. Den Axtwurf. Der debufft. Oder einen Zehnschnitt auslöst. Ich glaube, debuffen ist mir fast lieber. Oder wir hätten Wut des Säufers. Physischer Widerstand für die Gegner verringern. Oder den Einschlag für den Zwerg wahrscheinlich erhöhen. Auch da machen wir erstmal den, da machen wir den Debuff. Ich bin der Beste. Wenn der Zwerg auf dem Bierfeld steht, werden alle Heilungen, die er hält, um 100% erhöht. Was soll man da eigentlich noch? Achso, ne, machen wir erstmal das mit dem ich kann euch alles Bier. Fertig machen. Bringen wir die Biergeschichte erstmal zu Ende. Und bei dem habe ich irgendwie gar nichts zum Verbessern mehr aktuell. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ein neues Talent anfangen. Die Muskelnummer hier machen. Aber ich buff und debuff ja mit dem so ungern eigentlich. Kraft von Chrom. Da würde er zuerst zuschlagen. Ignoriert die Ausruhenrunde. Ich finde den gar nicht so gut, denn jetzt macht der Schuss 130 Schaden. Zurückstoßen. Betäuben. Nee, dann machen wir das ja, mit den Brustmuskeln. Das stark. Klingt irgendwie witziger. Vielleicht ist es nicht die optimale Lösung, aber ja, das ist jetzt die, die wir nehmen. Da ist auch nichts dabei, was mir jetzt irgendwie richtig zusagt. 10 parieren oder 4 Schutz. 3 Mut und 5 parieren. Oder 3 Stärke und 2. Ja. Ja. Ich bin stärker. Ja. So, und ansonsten haben wir keine Level-Ups mehr, ne? Ja. Dann könnten wir die Eier mal schnell noch zurückbringen? Wenn wir den Weg in der Taverne noch, in die Taverne noch finden. Und du holst da schon mal die erste Belohnung wieder ab. War das der? Nee. Wo hatten wir denn die Queste mit den... Ach, da hinten steht er. Moment mal, Grunta? Das ist aber der andere. Das ist dieser... Sekunde, wo gebe ich denn jetzt die Eier-Quest ab?
Sorge für den Umzug da. Oh, da müssen wir eine Etage nach oben. Und habt ihr die Pavese? Fast. Noch ein paar Knoten lösen und wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wo muss ich denn jetzt nach oben? Schwerer, aber auch stabiler. Wieso bin ich jetzt im Palast? Das ist ja komplett falsch. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Wir müssen den Weg zu der oberen Etage wieder finden. Klar, die gehören ja auch in die Höhlen eigentlich. Ich glaube, ich weiß, wo die hin können. Wir haben doch da... War das in der letzten Folge? Ich glaube, in der letzten Folge. Wo wir diesen Steinkreis da gefunden hatten. Und auch da waren ja historisch gesehen immer Eier. Ah, hier seid ihr. Ich bin bereit. Temperatur und Feuchtigkeit sind perfekt. Geht bis ans Ende der Höhle und platziert die Eier. Schnell! Wenn der sagt, Temperatur und Feuchtigkeit sind perfekt, das klingt fast so, als wenn die einfach direkt schlüpfen würden. Das ist der Steinkreis, ne? Ja. Denn in der Zukunft war ja hier auch ein großes Spinnennest, womit wir dann gekämpft haben. Da haben wir in der Vergangenheit dann wohl die... Die Vorarbeit geleistet. Ein guter Platz zu sein. Legen wir die Eier ab. Nein, wir machen keine Spinnenrühreier. Weichgekochte Eier gibt's auch nicht. Auch keine hartgekochten. Das dauert zu lange. Wir legen sie ab und verschwinden. Keine pochierten Eier für dich. Oh, hör auf! Du bekommst keine, nicht mal roh. Leg die Spinneneier hin, dann verschwinden wir. Was? Und sie schlüpfen nicht aus? Ich bin überrascht. So lange, wie der gelabert hat, hätte es jetzt auch gut erklären können, so nach dem Motto, oh ja, jetzt habt ihr so lange gewartet, jetzt sind die Eier auch noch ausgeschlüpft. Viel Spaß beim Kampf. Mist, die Leuchtspinnen müssen Witterung aufgenommen haben. Das ist die Schuld des Ogers, er ist ein wandelnder Magen. Er sagt, er nimmt er stattdessen gebratene Spinnen. Ich sehe sie auch. Ich jage alles in die Luft, damit sie nicht näher kommen können. Aber du bist irre, nicht! Schnell, bevor hier alles in die Luft fliegt. Niederlage in 8 Runden. Aber Niederlage in 8 Runden gibt's erst beim nächsten Mal. Wir kommen zum Ende. Die Leuchtespinnen, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.